Hallo meine lieben Freunde und endlich mal hier wieder willkommen zurück bei Arma 3 Eltes Live. Hier ist euer Mentor, wie er lebt und lebt. Ich bin nicht gestorben, keine Angst, ich lebe noch. Und wir wollten euch heute ein paar neue Informationen geben, denn es gibt einiges, was wir euch erzählen müssen. Es ist nämlich einiges, ja, geschehen, wo wir uns so dachten, das wollen wir euch mal erzählen. Gute Neuigkeiten, mittelgute Neuigkeiten und eigentlich fast nur gute Neuigkeiten, wenn man es so sieht, ne? Ja. Fangen wir erstmal zunächst mit der Nachricht an, was ihr auch wahrscheinlich schon mitbekommen habt. Im Livestream im letzten habt ihr ja vielleicht gesehen, da war so ein bisschen Trubel, weil da ein paar Rebellen, Leute waren, die so ein bisschen außer Roleplay plötzlich angefangen haben, auf uns zu schießen. Das war ein bisschen merkwürdig und wir haben dann das Ganze dann versucht zu klären mit den Admins auch und so weiter. Und das hat dann leider nicht zu der Lösung geführt, die ich mir gerne gewünscht hätte, also dass sie gebannt werden. Und das führte dann dazu, dass ich ein bisschen sauer geworden bin. Und das ist ja, denke ich mal, auch menschlich, dass man dann ein bisschen wütend wird, ne? Und habe dann auch so ein bisschen angefangen, auf den Leuten rumzuhacken, also auf diesen Rebellen eben, dass sie sich teilweise sehr merkwürdig verhalten. Und das gebe ich auch zu, das war auch vielleicht nicht so richtig, sich so zu verhalten. Und da gab es auch noch so eine kleine Story, dass ich da ein bisschen Stress hatte mit einem Admin und habe dann auch den ein bisschen schlecht gemacht im Livestream, aber ohne seinen Namen zu erwähnen. Ich gebe auch zu, auch das war vielleicht nicht richtig, weil ich den dadurch ein bisschen verärgert habe. Aber wir wollten das Ganze dann nach der Aktion klären und ich wurde dann von meinem Server gebannt, obwohl wir das danach eigentlich klären wollten. Nicht nur ich wurde gebannt, auch Pentyshot wurde gebannt, auch Ralfing LP wurde gebannt, der bei dem Gespräch dabei war. Wie gesagt, es sind einige Dinge vorgefallen. Es stimmt, also es gab hier ja so Nachrichten von wegen, ich hätte die Admins beleidigt. Das stimmt nicht. Also ich habe nicht die Admins direkt beleidigt, sondern in Stream gab es eine Szene, wo ich mich mal über eine Sache, die ein Admin gesagt hatte, lustig gemacht habe, aber ohne seinen Namen zu erwähnen. Das führte dann dazu, dass wir mit denen versucht haben, ein klärendes Gespräch zu führen, was dann leider nicht geklappt hat, weil der Admin schon so wütend war, dass er uns eben vom TeamSpeak-Server gebannt hat und jede Art von Gespräch abgelehnt hat. Das heißt, der Server hat sich jetzt abgekapselt. Vorher war es ja so, dass ich mit denen abgemacht habe, dass mein Name drüber steht, also dass ich sozusagen Werbung mache für den Server und meinen Namen hergebe für den Server. Es war niemals mein Server. Also an alle Zuschauer, die es auch immer gedacht haben, dieser Server war niemals mein Server, sondern es war ein Server, für den ich meinen Namen hergegeben habe. Und deswegen hat der Server sich jetzt selbstständig gemacht, der ist jetzt irgendwie Epic Gamer oder so. Altes Und Epic Gamer, ja. als Epic Gamer. Wenn ihr da noch drauf spielen wollt, dürft ihr das natürlich gerne tun. Ich werde euch nicht zwingen. What the fuck? Ich werde euch nicht zwingen, von dem Server runterzugehen. Also wenn ihr da noch spielen wollt, könnt ihr das gerne machen. Also da spricht an sich überhaupt nichts gegen. Wenn ihr euch natürlich jetzt sagt, wir möchten lieber bei Mentor spielen, ist kein Problem, könnt ihr gerne hierher kommen, denn wir haben jetzt hier einen neuen Server. Ich wünsche dem alten Server von mir aber auf jeden Fall alles Gute. Ich hoffe, ihr kriegt das auch noch einigermaßen hin und es schadet euch jetzt nicht zu sehr, dass ich jetzt nicht mehr da bin. Ja. An sich, wie gesagt, könnt ihr euch selber entscheiden, wo ihr spielen wollt. Der Pentyshot hat aber jetzt in meiner Abwesenheitszeit sehr viel Arbeit geleistet, muss man sagen, und einen YouTuber-Server hier erstellt und meinen und seinen Namen drüber geschrieben. Und ich bin ziemlich begeistert hiervon. Ihr seht es, wir haben hier 50 Milliarden Frames, allein das ist schon ein Orgasmus wert. Okay, das klang jetzt sehr merkwürdig, aber gut. Und dieser Server, kannst du ja mal ein bisschen was drüber erzählen, dass vielleicht, weil ich kann jetzt hier Ja, relativ wenig gerne. drüber erzählen. Gerne. Also zuerst mal, ich habe den nicht gemacht. Ich habe zwar auch ein bisschen Arbeit investiert, aber ich hatte ein geiles Team. Wenn ihr das Video seht, Leute, ihr habt super Arbeit geleistet. Vielen Dank dafür. Ja, genau, danke an die Leute, die da so viel Arbeit reingesteckt haben. Und danke auch an das alte Serverteam von früher, die auch viel Arbeit reingesteckt haben. Und ja, weiter geht's. Ja. Wir wollten halt wirklich einen Server machen für jeden, wo jeder drauf spielen kann, wo ab und zu dann auch mal der ein oder andere YouTuber auftaucht, wie wir beide, und haben auf viele Sachen Wert gelegt. Unter anderem, dass wir natürlich viele Frames haben, damit die Aufnahmen auch gut werden. Dann haben wir eine komplett neue Berufsgruppe eingeführt mit einem Geheimdienst, was komplett neu ist. Also ich kenne keinen Server, der das bisher hat. Beim Geheimdienst geht es im Endeffekt um verdeckte Ermittlungen. Wir werden Leute in verschiedene Clans versuchen reinzukriegen, die Clans ausspionieren. Wir werden am Marktplatz Leute ausspionieren, überall Leute ausspionieren. Wir werden Sondereinsatztruppen haben, wie Fallschirmjäger, Zugriffstrupps. Wir werden Taucher haben, die mit U-Booten unterwegs sind. Also ziemlich, ziemlich geil. Dann haben wir natürlich die Polizei, wo der liebe Herr Mentor Polizeipräsident ist. Polizeipräsident, ne? Das bedeutet, ich Ja. bin kein Chef, sondern der Präsident. Das heißt, Genau. ich bin nicht spezifisch für die Polizei zuständig. Ich bin aber sozusagen eine Art Minister, der
im Hintergrund auch noch mit agiert, so will ich das mal sagen. Und der repräsentative genau, Aufgaben hat. Der repräsentative Aufgaben hat. Repräsentativ. Genau. So. Na, also Videos machen soll. So. Genau. Und dann haben wir natürlich klar Maddox, ADAC, der bei uns übrigens APAC heißt. Aus rechtlichen Gründen. Mhm. Und ein THW, so wie es das auf jedem Server gibt, Anwälte und so weiter. Wir wollen aber in Zukunft auch noch mehr Berufe, wie Händler zum Beispiel, dass man Händler werden kann, hier auf dem Server machen. Wir haben da schon einige Ideen. Dann ist, denke ich, bei uns anders. Wir haben momentan noch ein paar kleine Bugs. Das ist aber, denke ich, ganz normal, wenn wir gerade anfangen. Wir werden in Zukunft wöchentlich Events machen. Also entweder jeden Samstag oder jeden Sonntag, wenn wir hier immer ein großes Event auch starten, wo alle mitmachen können. Damit ihr auch reichlich Abwechslung habt. Ne? Das ist auch das, was ich auch persönlich wichtig finde, dass es reichlich Abwechslung gibt und ihr immer wieder was anderes seht. Das wird uns jetzt hier auf jeden Fall geboten, Leute. Also ihr werdet auf jeden Fall Videos sehen aus der Sicht eines Agenten. Das heißt, ich werde mit Sicherheit auch mal hier bei Pentishot ein bisschen als Agent agieren, sag ich mal. Aber ihr wolltet ja auch schon mal so eine Agentenstory haben. Das werden wir bestimmt hier verwirklichen können. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ihr werdet mich noch als Polizeipräsident sehen, ihr werdet mich bei den Rebellen sehen, ich werde bestimmt auch mal beim APAC unterwegs sein, ich werde bestimmt auch mal beim THW-Dienst unterwegs sein. Ich werde einfach mal alles hier ausprobieren von A bis Z. Und, was auch ganz wichtig ist, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das wollt. Ich werde auch einen eigenen Shop hier eröffnen, wo ihr so spezifischen Mentor-Kram kaufen könnt, ob es jetzt ein Auto ist. Ich weiß noch nicht, ob wir das einrichten können, das ist aber mein Wunsch, den wir mal hier vielleicht irgendwann mal umsetzen. Dass es so eine Art Mentorshop gibt, wo ihr euch ein Auto kaufen könnt, wo mein Mentor-Skin drauf ist. Also hier so eine Art Textur von mir, die werde ich dann noch den Leuten geben. Wo ihr euch eine Waffe kaufen könnt, die irgendwie spezifisch ist, ich weiß noch nicht genau. Also ich muss noch gucken, wie ich das mache. Und dieses Geld, was ihr da ausgibt, weiß zwar nicht, ob man das einsehen kann, aber wenn man es einsehen kann, dann wird dieses Geld automatisch sozusagen an mich überwiesen und ich verdiene dann da hier auf dem Server Geld dran. Und das fände ich persönlich auch mega lustig. Ich weiß, das fände ich auch lustig, wenn es das von mir geben würde. Ja, ich finde das mega geil. Also wenn ihr... ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wollt ihr lieber einen Mentorshop oder einen Pentyshop-Shop? Ich glaube, ich weiß zwar, wer gewinnt, aber hey, tobt euch aus. Mentyshop. Okay. Auf jeden Fall, wir haben auch in der Zukunft, wie ihr merkt, noch ganz, ganz viel geplant. Unter dem Video wird die IP stehen. Ihr könnt drauf, der Server ist online. Es wird die TS-IP stehen. Kommt drauf, quatscht mit den Leuten. Wir sind hier alle ganz, ganz cool und ganz, ganz nette Leute. Aber was wir aber noch erwähnen sollten, sind vielleicht die Altersgrenzen, die wir hier eingeführt haben auf dem Server. Keine Angst, Leute. Also ihr dürft auch, wenn ihr ein bisschen jünger seid, hier spielen. Also ich glaube, ab 14 haben wir gesagt, können hier jeder drauf. Genau. Aber bestimmte Berufe dürft ihr erst ab 16 hier erlernen. Das ist ja auch so im echten Leben, da dürft ihr auch nur ab einem gewissen Alter erst arbeiten oder wenn ihr Abitur habt oder sonstiges. Und so ist das hier auf dem Server auch. Also es gibt einige Sachen erst ab einem bestimmten Alter, die hier zur Verfügung stehen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir das in einem anderen Alter nicht unbedingt zutrauen, aber wir wollen das Ganze hier einheitlich haben. Das bedeutet, dass wirklich alle Leute, die dort zusammen spielen, ungefähr im gleichen Alter sind. Das ist halt unser Ziel, was wir hier erreichen wollen. Und wenn natürlich die Spannweite dann irgendwo zwischen 13 und 35 liegt, ist das eher schwieriger. So haben wir lieber eine Spannweite, sage ich mal, zum Beispiel von 18 bis irgendwas, ist ja dann auch egal, aber auf jeden Fall sind dann alle erwachsen. Also ihr wisst, was ich meine. Aber es wird natürlich auch Berufe hier für euch geben, wenn ihr jünger seid, die ihr lernen könnt. Also das ist, denke ich mal, ne? Habe ich jetzt nichts Falsches gesagt, hoffe ich. Nein, absolut nicht, absolut nicht. Es kann natürlich mal sein, dass ein 14-Jähriger extrem superreif ist, ja, und klingt wie ein 18-Jähriger. Ja gut, dann fällt's der aber kann auch sich als 18-Jähriger ausgeben und dann fällt es keinem auf. Genau, das ist der Punkt. Bewerben für die Jobs könnt ihr euch generell im Forum, der Link steht auch dann hier unterm Video. Meldet euch da an, bewerbt euch für die verschiedenen Jobs, ist cool. Polizei, Geheimdienst ist erst ab 16, die anderen stehen offen. Das hat aber auch einfach damit zu tun, ich persönlich finde, dass die Polizei immer einen Server repräsentiert. Mhm, also genau. Du kannst, finde ich, an der Polizei eines Servers immer sehen, wie sehr da auf Roleplay geachtet wird und wie wichtig den Leuten das ist. Und da wollen wir halt wirklich Leute haben, die das extrem gut drauf haben. Und unser Polizeichef, der Ruven, den ihr übrigens auch immer anschreiben könnt, wenn er online ist, der freut sich dann tierisch. Ja, der Ruven, also Ruven könnt ihr zuspammen, so wie ihr das damals beim Benny gemacht habt, also beim Pentyshot hier. Könnt ihr ihn einfach zuspammen, der heißt Ruven, ne, auf dem Server. Genau, R-O-U-V-E-N. R-O-U-V-E-N. Also wenn ihr ihm ganz viele Nachrichten schreibt, der freut sich tierisch und feiert das dann den ganzen Tag.
Findest du nicht auch, dass das hier gerade voll den Puff-Charakter bekommt mit dem roten Ja, ein bisschen, ne? So ein bisschen Gaser. Aha, komm her, wenn man hier rumküschelt. Oh. Oh. Willst Okay, du wir mich schweifen ab. heiraten? Wir schweifen ab. Wir Willst sind du nicht mich in Serie. heiraten? Ja. Okay. So. 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 Die Kapelle und die Hochzeit gibt es dann im nächsten Genau, das Video. gibt es dann im nächsten Video. Leute, ihr habt auch noch unten in der Videobeschreibung einen Link. Und zwar möchte ich jetzt hier auch bald ein Kinguin-Gewinnspiel machen. Das ist ein Weihnachtsspecial, was ich vorhabe. Und zwar könnt ihr dort ein Spiel im Wert von 15 € gewinnen. Jedes beliebige Spiel, was ihr auf der Kinguin-Seite findet. So, ihr könnt euch bewerben, indem ihr, also ihr müsst erstmal mindestens 18 sein. Das steht auch unten in der Beschreibung drin. Und ihr. Warte mal, wie alt muss man fürs Gewinnspiel sein? 14, ne? Um bei einem Gewinnspiel mitzumachen. Jetzt weiß ich nicht, wie die Gesetzeslage ist. Ah, hätte ich mir vorher informieren sollen. Ich dachte, das wäre 18. Weißt du das? Gute 14, Frage. Ich 14, glaube schätze, ich, ist das. Gewinnspiele sind eigentlich ab 18, 18, aber ne? bei so einem Gewinnspiel weiß ich jetzt nicht, ob es da so Okay. Sonderregelungen Also egal, gibt. wir machen es jetzt einfach mal ab 14. Wir müssen mindestens 14 sein. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Na. Ihr könnt euch ein Spiel aussuchen. Unten ist ein Link in der Beschreibung. Der steht ganz oben. Da könnt ihr auf die Kinguin-Seite gehen. Da könnt ihr euch ein Spiel im Wert von 15 € aussuchen. Aber eurem Alter entsprechend. Wenn ihr erst 14 seid, dürft ihr kein Spiel ab 16 aussuchen. Ich werde das mit Ausweis kontrollieren. Alle Spiele ab 16 werde ich von euch den Ausweis schicken lassen, wenn ihr das Spiel gewinnen solltet. So, dann bitte ich euch darum, einen netten Kommentar zu schreiben. Ihr dürft auch schon unter diesem Video anfangen. Ich werde unter diesem Video, wo ich das jetzt erwähne, und unter dem Gewinnspielvideo eure Kommentare durchlesen. Das kann Vorschläge sein, das kann was auch immer sein. Und ihr müsst als zweiten Satz, das ist ganz wichtig, drunter schreiben: Ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen. So. Und ich werde durch Zufall in einem Video, ich schreibe alle Leute auf in eine große Liste, werde durch Zufall dann eine Person mit so einem Programm, wo man eine Nummer raussuchen kann, rauswählen, die dann dieses Spiel für 15 € gewinnt, was ihr euch selber ausgesucht habt. Das heißt, ich wähle den Namen aus, schreibe die Person an, und die wird mir dann das Spiel schreiben, was eben für diesen Preis von 15 € sich eben aussucht. Und ich werde dieses Spiel dann besorgen und euch dann das Spiel dann zukommen lassen, also eben den Key geben. Und ich denke, das ist eine coole Weihnachtsaktion, wenn jeder von euch hier was gewinnen kann. Und kann ich das? Ah, nee, ich glaube, unter allen Videos mache ich das nicht, weil sonst werde ich total verrückt, wenn ihr da unter allen Videos irgendwelche Kommentare schreibt und ich die da nicht finde. Also nur unter diesem Video und unter dem Gewinnspielvideo, was ich dann jetzt bald noch hochlade, Vorschläge machen bezüglich Projekte, bezüglich hier des neuen Servers, ob ihr da Ideen habt. Auf jeden Fall konstruktiven Kommentar schreiben, was Nettes schreiben. Und ja, wie gesagt, als Zweitsatz schreiben: Ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen. Ihr dürft auch so Vorschläge machen, aber wenn ihr nicht teilnehmen wollt, dann schreibt es halt nicht hin. So. Das ist gut, ne? Denke ich mal. So. Er sagt gar nichts mehr. Wahrscheinlich guckt er schon direkt nach dem Spiel, weil er gewinnen will, wa? Ja, ich hatte gerade irgendwie einen Fehler in meinem TS, deswegen ich Ja, habe dich ey. gerade nicht gehört. Aber ist nicht schlimm. Ich Ja, höre dir ja macht sonst gerne nichts. zu. Ja, genau. Na? Ironie, aber okay. Nein. Ja. So. Gut, ich würde sagen, das war's dann jetzt auch. Freut euch Denke weiter ich auf das auch. Gewinnspielvideo und Guck, ja. ich will keine Schleichwerbung machen, aber guckt auch mal auf meinen Channel. Ab und zu habe ich da auch mal ein paar witzige Sachen. So, Punkt. Nee, bei Panty Shop dürft ihr auf Abonniert keinen. mich Auf bitte! Panty Shop dürft ihr auf keinen Fall vorbeischauen, weil der macht noch bessere Videos als ich und das möchte ich nicht, dass ihr dann da guckt, weil sonst guckt ihr bei mir nicht mehr. Nein, So. das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt Nein, nicht. Bessere das ist Videos nur mache als Spaß. er. Nee, Mann. also klar, könnt ihr bei mir vorbeischauen. Wir machen jetzt eh viel zusammen und den Film drehen wir jetzt ja auch für nächstes Jahr und so weiter. Und ja, danke schön fürs Zuschauen und ich hoffe, das hat euch jetzt einigermaßen aufgeklärt. Obwohl ich eine Sache jetzt doch noch gerne erwähnen würde, und zwar bezüglich der Videos, wie oft jetzt Videos kommen und so weiter. Ich weiß es nicht, Benjamin wird mir jetzt wahrscheinlich versuchen, also der Petty Shot wird mir wahrscheinlich jetzt versuchen, ein bisschen in den Arsch zu treten. Ja. Und dass ich ein bisschen mehr aufnehme. Ich kann euch nichts versprechen und ich will auch nichts versprechen, weil ihr wisst, das mit Versprechen ist immer so schwierig bei mir, aber ich kann euch sagen, jetzt in der Weihnachtszeit und im Neujahr wird es so sein, dass doch ein paar mehr Videos auch kommen werden, weil wir auch gerade Epic planen, in der Hoffnung darauf, dass es irgendwann kommt und macht euch da keine Gedanken, es wird schon ein paar Videos geben. Und Also ihr Ideen könnt nehme euch ich auf gerne mich an. verlassen, ich trete ihm so lange in den Arsch, bis er wieder ein Video hochlädt. Genau, das machen wir so. Ja. Gut, dann sehen wir uns bei der Ich. nächsten Folge. Ciao, ciao! Tschüss!